بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister im Islam. Und zwar wollte ich heute kurz über ein Thema sprechen, und zwar Alhamdulillah, dass wir Muslime sind. Man muss sich vorstellen, es leben ca. 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde zurzeit und es gibt ungefähr 1 Milliarde Muslime. Und Alhamdulillah, danke ich Allah, oder wir können Allah danken, dass er uns zu Muslimen gemacht hat. Ich weiß nicht, ob manchen bewusst ist, was Allah Ta'ala uns für ein Geschenk gegeben hat, dass wir Muslime sind und er uns zu Muslimen gemacht hat und wir uns vor ihm niederwerfen dürfen. Es gibt Leute, die beten Kühe an, es gibt Leute, die beten Steine an, es gibt Leute, die beten Menschen an. Und Alhamdulillah, Allah hat uns zu Muslimen gemacht, dass wir dem einzigen Schöpfer dienen dürfen, dem einzigen und ewigen Gott. Und Alhamdulillah können wir Allah danken, dass er uns zur richtigen Religion geführt hat, zu der wahren Religion. Und das ist kein Angriff gegen die anderen Religionen oder so, aber das ist nun mal so, weil der Islam ist noch der reine Monotheismus. Wenn Sie in die Moschee gehen, werden Sie nur einen Teppich vorfinden, nichts anderes. Warum? Weil die Botschaft ist, hast du ein Problem, so bete direkt zu dem einzigen und ewigen Gott. Zu dem einzigen und ewigen Gott. Und Alhamdulillah, nochmals, danke, oh Allah, dass du uns zu Muslimen gemacht hast und uns diese Gabe gegeben hast, dass du uns auserwählt hast. Und wer die Süße des Islam kosten will, so sage ich Ihnen, werdet Muslime. Werdet Muslime und fühlt selber die Wahrheit, die Süße dieser Religion. Dass wenn man ein Problem hat, ein beengtes Leben hat, Sorgen hat, dass man sich vor Gott niederwerfen darf und all die Sorgen ihm erzählen darf. Und Alhamdulillah, ich muss noch eins sagen. Allah sagt ungefähr, in der ungefähren Übersetzung, Allah steht für den einzigen und ewigen Gott. Allah sagt in seiner letzten Botschaft, dem Koran, und der Koran ist die letzte Botschaft für die Menschheit, die letzte Gebrauchsanweisung, kann man so sagen, für die Menschheit, für den Erfolg. Allah sagt ungefähr Übersetzung im Koran, und wer sich von meiner Ermahnung abwendet, wird ein Leben im Bedrängnis führen. Das heißt, hast du 5 Häuser, hast du 10 Häuser, hast du 10 Freundinnen, hast du 50 Autos, du wirst niemals glücklich werden, außer wenn du dich vor Gott niederwirfst, vor dem Herrn der Welten. So wird man die Zufriedenheit bekommen. Weil Allah, ich kann nochmal wiederholen, sagt, und das ist seine Gesetzgebung, wer sich von meiner Ermahnung abwendet, wird ein Leben im Bedrängnis führen. Und subhanallah, man bekommt viel mit. Der eine Hollywoodstar zum Beispiel, der bringt sich um, der Bankmanager bringt sich um, dann dies, das, Probleme, das. Und deswegen, dieses Video ist erstmal für uns Muslime, dass ich einen bewusst mache, Alhamdulillah, dass wir Muslime sind, dass uns Allah auserwählt hat. Und für die Nicht-Muslime, tippen Sie bei Google ein, Koran, Mohammed, das Leben von Mohammed. Und so Gott will, werden Sie die Wahrheit erkennen. Ich wollte noch etwas sagen, Alhamdulillah, fällt mir jetzt gerade nicht ein, obwohl fällt mir doch jetzt gerade ein. Und zwar, Vorteile von einem Muslim, ein Muslim zu sein, ist erstmal, ich werde davor bewahrt, ein Alkoholiker zu werden. Ich werde davor bewahrt, drogensüchtig zu werden. Denn alles, was den Körper schädigt, ist einem Muslim verboten. Ich werde davor bewahrt, irgendeinem Menschen Schaden zuzufügen, weil wir Muslime müssen Respekt haben vor jedem Menschen, den Gott erschaffen hat, vor jedem Lebewesen. Ich werde davor bewahrt, andere Frauen anzumachen. Also wie gesagt, der Islam, die Gottesgnade für uns Menschheit, ist erstmal ein Schutz für uns und ein Geschenk von Gott, wie ungefähr aus der Finsternis zum Licht. Weil dieser Koran, diese Religion, der allmächtige Gott, führt Menschen aus der Finsternis zum Licht. Und das war meine Botschaft. Werdet Muslime, mindestens tippt bei Google ein, Koran, Islam oder das Leben vom Propheten Mohammed, oder bete direkt zu Gott, ohne Vermittler. Beten Sie zu Gott, sagen Sie, lieber Gott, wenn der Islam die Wahrheit ist, so gib mir ein Zeichen. Das waren meine Worte. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alles Gute.